Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den ATV-Nachrichten am Mittwoch. Wir haben heute folgende Themen für Sie vorbereitet. Regional und global. Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon beim Mai-Empfang der Schwaben-IHK. Wohin mit dem Feuerwehrmuseum? Kaufbeurer Museumsverein sucht noch immer händeringend Räumlichkeiten. Und vom Kindermärchen bis zum Besuch der alten Dame. Landestheater Schwaben stellt den neuen Spielplan vor. Auf den Mittelstand kommen turbulente Zeiten zu. Eine grenzenlos vernetzte Welt nimmt auch Allgäuer Unternehmen nicht aus. Wie können sich mittelständische Unternehmen in Zukunft behaupten? Was kann und muss man als regionales Unternehmen beachten und wer finanziert das? Beim Mai-Empfang der IHK Schwaben ging es genau um dieses Thema. Prominenter Gastredner und einer, der sich zumindest beim Thema Finanzierung auskennt, war der Sparkassenpräsident und ehemalige bayerische Finanzminister Georg Fahrenschon. Zum traditionellen Mai-Empfang lädt die Schwaben-Dependance der Industrie- und Handelskammer Partner aus Politik, Verwaltung und Verbänden ein und natürlich auch Vertreter der regionalen mittelständischen Unternehmen. Prominenter Gastredner dieses Mal war Georg Fahrenschon. Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes sprach über die Herausforderungen des Mittelstands in einer globalisierten Welt. Die Sparkassen, so Fahrenschon, seien der natürliche Partner des Mittelstands. Also die Sparkassen haben ja deutschlandweit einen Marktanteil in der Mittelstandskreditversorgung von über 43%. Das heißt, wir sehen natürlich auch die Themen, die den Mittelstand heute beschäftigen. Und wir selbst sind, wenn Sie so wollen, der Mittelstand der deutschen Kreditwirtschaft. Wir haben gemeinsam drei große Themen. Wir müssen uns mit allen Fragen der Digitalisierung auseinandersetzen. In den nächsten 15 Jahren wird sich das Internet der Dinge über alle neuen Produkte, über alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über alle Kunden wegziehen. Fahrenschon rechnet damit, dass in den nächsten 15 bis 20 Jahren alle Fertigungsprozesse miteinander verknüpft sein könnten und auch Allgäuer Mittelständler an der Digitalisierung teilnehmen. Ein weiteres Thema ist das der Abhängigkeit in einer globalisierten Welt. Der momentan niedrige Eurokurs und ein geringer Ölpreis sei gut für deutsche Unternehmen, so Fahrenschon. Im Umkehrschluss wirke sich die Eurokrise in Griechenland oder der Ukraine-Konflikt entsprechend negativ aus. Fahrenschons drittes großes Thema, das alle Unternehmen angeht, ist das des nachhaltigen Umweltschutzes. Wir leben in einem dicht besiedelten, in einem hochindustrialisierten Land und müssen umso mehr auf die natürlichen Lebensgrundlagen, auf Luft, Wasser, Boden achten, müssen auch einen besonderen Beitrag leisten, wenn es um weltweiten Klimaschutz, um energieeffizient geht. Regionale Unternehmen brauchen Kreditgeber vor Ort, das sagt auch Gerhard Pfeiffer. Der stellvertretende Präsident der IHK Schwaben findet, heimische Firmen brauchen Kreditgeber, die langfristig planen. Ich glaube, auch wir in dieser Region haben dort das Wachstum und die Entwicklung der Unternehmen dieser Art der Finanzierung in starkem Maße zu verdanken. Und da sind wir dankbar, dass wir hier auch Partner haben bei den Sparkassen, bei den Genossenschaftsbanken, aber auch in der allgemeinen Kreditwirtschaft, die in langer Tradition sich auch hier in der Region immer wieder engagiert hat. Die Teilnahme am Welthandel, der Umweltschutz und die digitale Vernetzung sind also die Hausaufgaben für die nächsten Jahre. Für Unternehmer und Geldgeber. Ganz anderes Thema. Das Hotel Urisee nahe Reute könnte möglicherweise bald ein Bordell werden. Eine Frau aus Friedrichshafen hat einen entsprechenden Antrag beim Reutener Gemeinderat gestellt. Die Rede ist von einem Wellness-FKK-Sauna-Club. Gemeint ist aber ein bordellartiger Betrieb. Die Entscheidung, ob das Bordell genehmigt wird oder nicht, liegt beim Bürgermeister. Für Entscheidungen bezüglich der baulichen Umsetzung ist der Gemeinderat zuständig. Und laut Landespolizeigesetz muss einer Entscheidung des Bürgermeisters eine Bedarfsermittlung vorausgehen. Bedarfsermittlung klingt in diesem Fall jetzt nicht ganz unkompliziert, gemeint sind damit aber lediglich ganz nüchterne Zahlen und Statistiken, wie beispielsweise die Standorte der nächstgelegenen Bordelle, Einwohnerzahlen, Übernachtungszahlen und so weiter. Letztendlich bleibt die Entscheidung aber eine subjektive Entscheidung des Reutener Bürgermeisters Alois Oberer. Und wenn diese Entscheidung gefallen ist, dann werden wir Sie über den Ausgang informieren.
Weitere Nachrichten aus dem Allgäu gibt es gleich hier bei uns in ATV Kompakt. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus, unser Bier. And now, as we take first steps, we start to realize we live our dreams. Waffenbär, das Einkaufserlebnis in Kempten. Für Jäger, Sportschützen, Angler und Trachtenmode. Geburtstagssonderauslosung bei der Glücksspirale. Dreimal jährlich 25.000 Euro. Ein Leben lang und 200 mal 10.000 Euro. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Und das sind die Meldungen vom 6. Mai. Bei einem Brand in Weidnau im Oberallgäu ist letzte Nacht ein Schaden in Höhe von 600.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Das Feuer brach gegen Mitternacht in der Scheune des Anwesens aus und griff auf das benachbarte Wohnhaus über. In den Gebäuden befanden sich keine Personen. In der Scheune waren aber landwirtschaftliche Geräte, Pkw und Wohnwagen untergestellt, die bei dem Brand beschädigt wurden. Die Feuerwehr war bis in die Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zwei Senioren sind gestern Abend im Unterallgäu unabhängig voneinander vermisst gemeldet worden. Zunächst war eine 61 Jahre alte Bewohnerin des Seniorenheims Buxheim verschwunden. Ein Suchhund der Rettungshundestaffel und sein Herrchen fanden die Rentnerin gegen 22.45 Uhr in der Nähe des Buxheimer Weihers. Wegen möglicher Unterkühlung wurde sie im Krankenhaus behandelt. Kurze Zeit zuvor ist ein 86-Jähriger aus Memmingen vermisst gemeldet worden. Noch vor Mitternacht wurde er auf der Buxacher Straße angetroffen und nach Hause gebracht. Der Rentner hatte sich vermutlich beim Spaziergang verlaufen. An den Suchaktionen waren insgesamt 160 Einsatzkräfte beteiligt. Der Kaufbeurer Museumsverein sucht weiterhin nach geeigneten Ausstellungsräumen für das Feuerwehrmuseum. Aktuell sind viele Exponate in der Spittelmühle untergebracht. Die ist aber zu klein für die gesamte Sammlung und zudem sanierungsbedürftig. Außerdem hat die Stadt das Gebäude zum Verkauf ausgeschrieben. Die historischen Fahrzeuge des Vereins stehen aktuell in einem Depot im Gewerbepark. Auch hier ist die Gefahr groß, dass die Räume an einen anderen Investor vermietet werden könnten. Seit Jahren versucht der Verein daher, neue Räume zu finden, scheitert aber immer wieder an der Finanzierung. Nun müssen einige Ausstellungsstücke wieder zurückgegeben werden. Der Verein plant jetzt ein Oldtimer-Treffen, um auf seine Situation aufmerksam zu machen. Die Brauerei Zöttler ruft ihren Hefeweizen alkoholfrei zurück. Betroffen ist die Produktion mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.12.2015. In den Flaschen könnten noch vitale Hefezellen enthalten sein. Durch eine Nachgärung besteht die Gefahr, dass die Flaschen zerplatzen und so zu Verletzungen führen.
Die Flaschen sollten laut Zöttler nur mit äußerster Vorsicht geöffnet werden. Sie können beim Getränkehändler kostenlos gegen einwandfreie Ware ausgetauscht werden. Soweit die Meldungen vom 6. Mai und jetzt der Blick aufs Wetter. Heute Nacht ist der Himmel im gesamten Allgäu klar. Die Regenschauer haben sich verzogen. Die Tiefstwerte liegen bei 8 Grad. Der Donnerstag beginnt mit viel Sonnenschein recht freundlich. Am Himmel ist keine Wolke zu sehen. Das Thermometer klettert auf 14 bis maximal 17 Grad. Im Laufe des Tages ziehen dann Quellwolken auf. Sonne und Wolken wechseln sich ab bei 16 bis 18 Grad. Auf den Bergen gibt es ebenfalls einen Mix aus Sonne und Wolken. Nur auf dem Breitenberg kann es regnen. Die Temperaturen liegen zwischen minus 1 Grad am Nebelhorn und 14 Grad auf dem Gründen. Am Freitag scheint vormittags gebietsweise die Sonne. Ab Mittag werden die Wolken von Württemberg her allmählich dichter. Nachmittags breiten sich Schauer und Gewitter aus. Der Wind weht schwach bis mäßig. In Gewitternähe sind teils starke und stürmische Böen möglich, es bleibt aber recht mild bei bis zu 17 Grad. Auch am Samstagvormittag regnet es, zum Nachmittag hin lösen sich die Schauer aber auf. Hier und da kommt sogar die Sonne zum Vorschein. Mit 11 bis 15 Grad ist es ein wenig kühler als die Tage zuvor. Am Sonntag erwartet uns ein ähnliches Wetter mit Sonne, Wolken und Regen. Die Temperaturen sinken noch einmal leicht auf 10 bis maximal 13 Grad. Es ist ein trauriger Rekord, den die Stadt Kempten im Jahr 2013 aufgestellt hat. Unter den 96 bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten weist die größte Allgäuer Stadt die höchste Selbstmordrate auf. Statistisch gesehen kommen hier auf 100.000 Einwohner 24,2 Suizidfälle. Woran das liegt, soll jetzt eine Studie herausfinden. Die Staatsanwaltschaft hat alle Suizidfälle der vergangenen 10 Jahre an das Bezirkskrankenhaus Kempten weitergegeben. Dort soll nun ausgewertet werden, warum es ausgerechnet in Kempten zu so vielen Selbsttötungen kommt. Inwiefern hier erste Ergebnisse vorliegen und wie man in Kempten auf den traurigen Rekord reagiert hat, das hat mein Kollege David Yeo im Gespräch mit dem ärztlichen Direktor des BKH Kempten herausgefunden. Ja, und neben mir ist jetzt der ärztliche Direktor des Bezirkskrankenhauses in Kempten, Herr Professor Dr. Peter Brieger. Grüße Gott und erstmal danke, dass Sie den Weg zu uns ins Studio gefunden haben. Herr Professor Dr. Brieger, zuerst die Frage: Kempten hat bayernweit, wir haben es eben in der Anmoderation gehört, die höchste Suizidrate. Warum ist das denn so? Da kann ich Ihnen leider keine ganz einfache Antwort geben. Zunächst mal muss man die Zahlen mit Vorsicht nehmen. Die Zahlen sind so, also die Statistik sagt, dass wir etwas höher sind als in anderen Regionen. Aber man muss sich erstmal klar machen, es geht hier nicht um dramatische Unterschiede. Es ist nicht so, dass wir doppelt so hohe Werte haben oder dreimal so hohe Werte, sondern wir sind vielleicht in dem Bereich 5 oder 10% höher als anderswo. Dann ist das Zweite so, man weiß, es gibt immer schon in verschiedenen Regionen, auch in verschiedenen Ländern zum Beispiel, ganz enorme Unterschiede. Beispielsweise das klassische Beispiel war immer gewesen, Ungarn hat eine doppelt, dreimal so hohe Suizidrate wie südeuropäische Länder. Also es gibt so bestimmte Traditionen, die hängen teilweise auch zum Beispiel mit Kultur oder mit Religion zusammen. Man weiß zum Beispiel, Protestanten haben eine höhere Suizidrate als Katholiken. Das passt jetzt für Kempten gar nicht, das erklärt es hier nicht. Also es sind viele, viele Elemente, die da zusammenspielen. Sicherlich auch Hilfeangebote, sicherlich auch, wie die Medizin organisiert ist, all das spielt zusammen. Ich kann es Ihnen im Moment nicht sagen. Wir versuchen, das rauszukriegen. Wir haben eine Studie begonnen oder sind relativ weit mit dieser Studie. Aber noch sind wir nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, es ist der und der Grund. Und ich bin skeptisch, ob wir überhaupt eine ganz klare Ursache finden werden. Das sage ich auch ganz ehrlich.
Sie haben gerade eben diese Studie angesprochen, an der Sie momentan arbeiten. Da versuchen Sie eben herauszufinden, warum die Zahlen hier in Kempten so sind, wie sie denn leider sind. Können Sie uns kurz beschreiben, wie Sie da vorgehen? Ja, wir hatten vor einigen Jahren Kontakt zunächst mit der Kriminalpolizei hier gehabt. Viele Suizide, die stattfinden, werden ja von der Kriminalpolizei, oder eigentlich alle, werden von der Kriminalpolizei erfasst, also von der Polizei, und dann gehen sie oft eben auch an die Kriminalpolizei. Und die Polizei führt sehr gute Akten in der Hinsicht. Also die versuchen tatsächlich, den Dingen auf den Grund zu gehen. Und wir saßen damals mit der Polizei zusammen und haben überlegt, irgendwie, warum könnte es solche erhöhten Suizidraten geben? Und dann haben wir überlegt, mit einer bestimmten Methodik, also mit einer bestimmten Vorgehensweise, die Suizide der letzten 10 Jahre zu untersuchen. Einfach mal zu schauen, wer hat sich aus welchem Grund umgebracht. Und die Vorgehensweise war die, dass wir von der Polizei nach Genehmigung durch die Staatsanwaltschaft, die Akten gehören der Staatsanwaltschaft, alle Akten durchsehen konnten und die nach einem bestimmten Raster ausgewertet haben. Und wir haben eben jetzt ungefähr 600 Akten ausgewertet aus der Region des Landgerichts Kempten. Landgerichtsbezirks Kempten, also das ist das ganze Allgäu von Lindau bis Buchloe letztlich. Also eine ganze Menge an Fällen, mit denen Sie da arbeiten können. Wenn wir mal wegkommen von diesen nackten Zahlen, von dieser Statistik, warum bringt ein Mensch sich denn um? Warum beschließt ein Mensch, sein Leben zu beenden? In der Regel ist es immer eine Verzweiflung, die dahinter steckt. Es ist immer ein Verzweifeln an der weiteren Perspektive. Sehr oft sind es akute Krisensituationen, sehr oft sind es akute Krankheitszustände, sehr oft sind es eben ganz vorübergehende Phänomene. Man weiß zum Beispiel aus Langzeituntersuchungen, wenn ich heute jemand abhalte, einen Suizid zu begehen, dann lebt der auch mit mehr als 95% Wahrscheinlichkeit in 20 Jahren. Also das heißt, es sind tatsächlich Krisensituationen, aus denen heraus die Menschen dann so eine Kurzschlussreaktion begehen. Das kann eine akute Belastung sein, beispielsweise eine Trennungssituation. Das kann auch eine chronische Erkrankung sein. Das können zum Beispiel immer wiederkehrende Depressionen sein, Menschen, die auch schon in Behandlung sind. Das kann auch mal im Zustand, wir sagen, der Intoxikation, also der Trunkenheit zum Beispiel oder der Berauschung sein. Das kann auch im Rahmen einer körperlichen Erkrankung sein. Auch da gibt es Suizide. Wir sehen bei unseren Daten und auch in der Literatur, dass ein bestimmter Prozentsatz, vielleicht ein Drittel der Patienten, schon in psychiatrischer Behandlung vorher war. Aber viele waren auch vorher nicht in psychiatrischer oder psychotherapeutischer Behandlung, sondern machen das aus einer Lebenskrise heraus. Jetzt ist es so, wenn ein Mensch beschließt, sein Leben zu beenden, dann leiden Freunde, dann leiden auch die Angehörigen, die sich dann auch oft Vorwürfe machen, dass sie diesen Suizid vorher nicht erahnt haben. Ist es denn überhaupt möglich, als Angehöriger, als Freund, einen drohenden Suizid zu erkennen? Ich meine, öfter als man denkt, man wird es nicht immer können. Also es wird auch Situationen geben, die wir nicht verhindern können. Man muss auch sehen, das ist vielleicht auch eine wichtige Information, es ist uns gelungen, seit den 70er Jahren die Zahl der Suizide in Deutschland zu halbieren. Wir hatten in den 70er Jahren in Deutschland 20.000 Suizide, wir haben heute ungefähr 10.000 Suizide. Das sind immer noch viel zu viele, aber es ist uns schon mal gelungen, eine Halbierung der Sterblichkeit in diesem Bereich zu erreichen, bei damals weniger Bevölkerung. Also das ist ein Riesenerfolg. Man kann es vorher schon durchaus sehen. Wir sehen es zum Beispiel auch bei unseren Daten. Ich bin erstaunt gewesen, also wir haben die Datenerhebung fertig, ich kenne die Rohdaten. Ich finde es erstaunlich, dass bei mehr als der Hälfte der Menschen, die sich umgebracht hat, vorher ein relativ klares Signal gewesen ist. Also es gibt tatsächlich vorher Signale, die darauf hinweisen, Menschen sagen, ich bin verzweifelt, ich bringe mich um. Und ich glaube, das Problem ist zum einen, wo nehme ich das auf? Wer
hilft mir weiter, wo finde ich zeitnah Hilfe, und das andere ist, das richtig zu bewerten. Natürlich, ich glaube, Verzweifeln am Leben, sich Gedanken zu machen, ich könnte mir was antun, das ist ein Phänomen, das haben ganz viele Menschen in ihrem Leben an irgendeinem Punkt, und die kann man jetzt nicht alle irgendwie medikalisieren, die kann man nicht alle krank machen deswegen, das ist ein Stück weit vielleicht auch Menschsein. Aber ich glaube schon, es muss mehr Sensibilität sein, wenn da wirklich ernsthafte Bestrebungen sind, ernsthafte Gedanken, dass dann auch Hilfen zur Verfügung stehen. Eine letzte Frage zum Schluss noch, vielleicht können Sie uns die mit knappen Worten auch beantworten. Wie ist denn jetzt in Kempten auf diese hohen Suizidzahlen, auf diese hohe Rate reagiert worden? Also zum einen versuchen wir das jetzt zu analysieren, zu schauen, ob wir tatsächlich irgendwelche Ursachen finden könnten. Es gab schon mal vor Jahren ein Bündnis gegen Depressionen, und wir versuchen Ähnliches wieder, wo wir Öffentlichkeitsarbeit machen. Es gibt ja auch von der Evangelischen Kirche eine Stelle zur Suizidprävention, eine Pfarrstelle. Die Frau Schröppel macht das ganz ausgezeichnet. Wir machen jetzt am Samstag eben eine Veranstaltung in der Öffentlichkeit mit der Evangelischen Kirche und mit der Diakonie zusammen. Und wir versuchen da eben die Hilfen besser zu koordinieren. Wir versuchen da Krisensituationen besser zu bewältigen. Es gibt Überlegungen, wie können Krisendienste besser funktionieren. Also ich glaube, man muss die Ressourcen, so wie sie vorhanden sind, besser noch nutzen, um da eine bessere Hilfe zu finden. Und oft ist diese Niedrigschwelligkeit wichtig, also dass die Menschen nicht das Stigma des Bezirkskrankenhauses haben, was wir zu Unrecht immer noch haben, sondern dass man da quasi die Schwelle absenken kann. Ich sehe schon, Sie haben darauf reagiert und arbeiten weiter daran. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und dass Sie sich Zeit genommen haben, zu uns ins Studio zu kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Am Sonntag findet, wie eben bereits gehört, im Gemeindehaus St. Mang in Kempten die Veranstaltung zum Thema Suizidprävention statt. Der Thementag Hoffnung, auch wenn das Leben sinnlos erscheint, beginnt um 9.30 Uhr und bietet unter anderem Expertenreferate zum Thema. Veranstaltet wird das Ganze vom Bezirkskrankenhaus Kempten, der Diakonie Kempten und dem evangelisch-lutherischen Dekanat. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück, und zwar mit dem neuen Spielplan vom Landestheater Schwaben. Unvergessliche Live-Erlebnisse im wunderschönen Theater in Kempten. Erfrischende Eigenproduktionen, die hier eigens für das Allgäuer Publikum entstehen. Sowie Schauspiel, Komödie, Tanzkonzert und natürlich Kinder- und Jugendtheater. Da ist für jeden was dabei. Liebenswert und lebenswert. Wie unser Oberallgäu. So bauen wir Zukunft Wohnen in Sonthofen. Arzt, Apotheke, Einkaufsmöglichkeiten sind um die Ecke. Bauausführung und Ausstattung mit einem Blockheizkraftwerk. Erwerben Sie sicheres, wertbeständiges Wohneigentum in Sonthofen. Alle Infos unter haus-heim.de. Bei der AOK Bayern ist Ihre Gesundheit in besten Händen. Von Vorsorge bis Versorgung, von Studium bis Rente, von Kind bis Senior. Für jedes Thema stehen die Experten der Gesundheitskasse zur Seite. Der AOK Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem privaten Regionalfernsehen. Unser Ausflugslokal in Durach, direkt am herrlichen Wasserweg im Kemptener Wald gelegen, ist immer eine Reise wert. Ob bei durchgehender heimischer Küche, hausgemachtem Eis- und Kuchenschmankerl oder für Ihre nächste Festlichkeit. Wir freuen uns auf Sie. Sie kennen ihn, den schönsten Platz mit Blick auf unser wunderbares Allgäu? Zu Hause, in Ihrem Dorf oder an einem besonderen Aussichtspunkt. Schicken Sie uns ein Bild mit Ihrer Geschichte. Gewinnen Sie eine von 10 Allgäuer Büblebier-Holzbänken vom Allgäuer Brauhaus, um diesen Ort perfekt zu machen. Jetzt mitmachen und gewinnen unter www.meinblickinsallgäu.de. Erleben Sie zum Jubiläum den neuen Vitara. Losermoll mit Blosermoll sorgt für Stimmung und musikalische Unterhaltung. Jeweils um 15, 17 und 19 Uhr findet eine Motorrad-Stuntshow statt. Für das leibliche Wohl ist mit Allgäuer Spezialitäten bestens gesorgt. Das gesamte Team freut sich auf Sie.
Es ist die letzte Spielzeit für Intendant Walter Weyers am Landestheater Schwaben. Nächstes Jahr wird er von seiner Nachfolgerin Katrin Mädler abgelöst. Dann hat er 19 Jahre am Theater in Memmingen gewirkt. Jetzt hat er den letzten Spielplan unter seiner Intendanz zusammen mit Oberspielleiter Peter Kästen vorgestellt. Mit 14 Inszenierungen, vom Märchen für Kinder über Jugendtheater bis hin zu Shakespeare. Ein äußerst vielseitiger Spielplan. Fürs Allgäu, aber auch darüber hinaus, wird das Highlight der Spielzeit 2015-16 der Allgäu-Krimi Wetterleuchten sein. So Intendant Walter Weyers. Die Autoren Volker Klüpfel und Michael Kober haben das Werk eigens fürs Theater geschrieben. Es basiert nicht auf einem der 8 Volksromane, steht aber in einer Reihe mit den Büchern. Der Allgäuer Schauspieler Jockel Tschirsch spielt den Kommissar Kluftinger, verrät Weyers. Die kommende Spielzeit steht unter dem Motto »Der Himmel so blau«. Das hat viele Bedeutungen. Die Farbe Blau steht für Sehnsucht, für Fantasie, für die blaue Blume der Romantik. Und sie steht aber auch für den offenen Horizont, an dem sich nichts rührt, den man erst noch zu füllen hat, von dem man nicht weiß, ob da Wolken aufziehen oder ob da schönes Wetter naht. Also Himmel so blau ist ein Bild für unser Leben und für die Frage eben auch, wie wir alle mit der Zukunft umgehen. In der neuen Spielzeit kommen auch Stücke von bedeutenden Literaten auf die Bühne. Unter anderem Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt, vielen noch bekannt aus der Schulzeit. In Die Rosenkriege sind 3 Dramen über Heinrich VI. Und das Werk Richard III. Zusammengefasst, alle zusammen von Shakespeare. Und zur Weihnachtszeit gibt es eine Inszenierung für Kinder. Es gibt aus der Feder von Peter Kästen und Walter Weyers mit der Musik von Boris Danek, auch eine Uraufführung übrigens, gibt es Till und die Tiere im Langschläferwald. Das ist ein sehr romantisches Märchen. Es handelt vom kleinen Tim, der einfach allein im Wald rumstrollt. Das geht nicht gut, er verirrt sich. Und nur die Tiere des Waldes, lauter, putzige, eigenwillige, heitere, liebe Tiere, mit denen befreundet er sich. Und die haben ein großes Problem. Der Waldgeist, der hat Übles vor mit ihnen, der sorgt dafür aus lauter Boshaftigkeit, dass sie nicht mehr aufhören können zu schlafen, die Tiere. Doch dann merken die Tiere und Till, dass der Waldgeist selbst kaum schläft. Und das Märchen nimmt eine überraschende Wende. Auch in der kommenden Spielzeit hat das Theater Pläne für ein pädagogisches Programm neben dem Spielbetrieb. Also mit Asylbewerbern würde ich wahnsinnig gerne wieder Projekte machen. Da sind wir auch im Gespräch mit der Agentur für Arbeit. Was wir allerdings ganz sicher machen werden, das ist im September. Das ist ein Projekt, das hatten wir in der letzten Spielzeit auch im September. Das heißt, oder wir haben es Kuvadis genannt. Da geht es um junge Menschen, die Abitur haben, die oder schon mal einen Beruf erlernt haben oder vielleicht auch studiert haben, ein, zwei Semester. Und nicht genau wissen, wie es für sie weitergehen soll. Eröffnet wird die neue Spielzeit Ende September mit dem Allgäu-Krimi Wetterleuchten. Bis zum Ende der Spielzeit Mitte März gibt es insgesamt 14 Inszenierungen. Vom Klassiker bis zur Uraufführung ist so gut wie alles dabei. Das klingt vielversprechend. Von uns war es das für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen.